Hier werden jetzt die Töpfe vorbereitet, die Entwässerungslöcher werden geöffnet, sodass wir dann nachher mit der Drainageschicht beginnen können. Auf die Drainageschicht kommt ein Vlies, darauf dann die Erde, in der dann die Pflanzen wachsen. Also wichtig immer zuerst die Töpfe öffnen, die Löcher öffnen, sodass genügend Löcher da sind, wo dann das Wasser rausfließen kann. Thomas macht das perfekt mit der Felkerschere, die für solche Sachen wie gebaut ist. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Luberacom, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.